Hallo, hallo, meine Herzallerliebsten da draußen. Mal ein anderer Hintergrund, und zwar hier aus meinem Schlafzimmer und gleichzeitig aus meinem Arbeitszimmer und meinem Bett, was ich als Ablagefläche nutze. Ja, Leute, ich komme gerade vom Einkaufen, dementsprechend sehe ich aus. Ich habe mir nicht mal die Mühe gegeben, mich heute zu schminken, denn ohne Witz, das Video wird tagesaktuell auch gleich hochgeladen. Draußen regnet es wie aus Eimern bei uns. Teilweise sind bei uns Straßen schon überflutet. Deswegen habe ich mir den Mist nicht gegeben. Meine Haare sind nass. Sieht so ekelhaft. Er ist gerade gewaschen. Ja, hätte ich mir sparen können. Ich habe gerade draußen eine Gratis-Dusche bekommen. So, zum einen möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass am Wochenende kein Ross mein Live-Haul online gekommen ist. Es hat zeittechnisch einfach irgendwie alles nicht zusammengepasst. Pascal ist jetzt auch erkältet. Dementsprechend war es einfach alles irgendwie in allem etwas blöd. So, zum Zweiten habe ich gedacht, dass ich daraus ein Mix-Haul machen werde, wie es jetzt auch ein Mix-Haul geben wird. Da ich in verschiedenen Läden war und immer da ein Stückchenweise gefilmt habe, da Stückchenweise gefilmt habe. Rossmann ist halt nicht genau 10 Minuten geworden. Und dementsprechend habe ich einfach gedacht, ich glaube, es war Rossmann, dass es nicht genau 10 Minuten geworden ist. Ich muss nochmal gucken. Im Endeffekt muss ich mir die Dateien noch alle anschauen. Habe ich gedacht, okay, entweder, wenn es klappt, Rossmann live holen, ansonsten gibt es einen Mix-Haul mit Teddy und Kick und wo ich halt alles war. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ich zeige euch, was ich heute eingekauft habe. Und zwar war ich bei Action und bei DM. Und zwar mache ich drei Adventskalender. Einmal für eine gute Freundin Sophia, danach für eine sehr, 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 sehr liebe Kundin von mir, für die Yvonne und für ihre Tochter. Und genau, deswegen würde ich mal sagen, let's go. Ich zeige euch, was ich Schönes für die Adventskalender gekauft und geshoppt habe. Let's go. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich mit so ekelhaften Haaren hier hinsetze, aber was soll ich machen? Obviously, ich bin gerade reingekommen. Tut mir leid. Bei uns geht hier die Welt unter. Also, ich kann da nichts für. Ja, aber das Bedürfnis, gleich duschen zu gehen, ist echt groß, muss ich euch schon gestehen. So, zum einen fange ich mal an mit dem Wichtigsten. Und zwar habe ich dreimal von diesen Geschenkpapierrollen gekauft. Die haben alle, ich kann euch den Preis leider nicht sagen, ich weiß überhaupt nicht, ob ich euch Preise einblenden kann, weil ich glaube nicht von überall den Kassenbon habe. Ich gebe mein Bestes, dass ich es tun kann, aber auf jeden Fall haben die, glaube ich, 98 Cent oder sowas gekostet, unter einen Euro. So, let's go, weiter geht's. Dann habe ich Diamond Painting bei Action geholt. Das ist im Übrigen auch von Action. Und zwar ist das mega, mega süß hier mit so einem Hund und einer Katze. Das bekommt die Tochter, die Emilia bekommt das. Also so heißt ihre Tochter, Emilia. Habe ich gedacht, mega, mega schön. Hier unten kann man auch nochmal richtig das Bild dann sehen. Einmal hier. Fand ich richtig süß. Deswegen musste das unbedingt mitkommen. So, für die liebe Sophia habe ich was richtig Cooles gefunden. Und zwar ist sie absolut Harry Potter verrückt. Also wirklich absolut Harry Potter verrückt. Und deswegen habe ich ihr das hier geholt. Das sind so kleine Figürchen. Ich kann mit Harry Potter überhaupt nichts anfangen. Ist absolut nicht meine Welt. Also das ist Harry. Ich glaube, das ist Ron. Das ist Hermine. Hagrid? Boah, ich habe absolut mit Harry Potter nichts am Hut. Und der Bösewicht heißt ja Voldemort Dumbledore? Ach, keine Ahnung. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Hat, glaube ich, so um den Dreh 8,95 € gekostet, aber ich musste das unbedingt mitnehmen. So, dann habe ich hier so ein Make-up-Brush-Cleaning, so eine Matte mitgenommen mit so einem Einhorn drauf. Boah, hat maximal 2 € gekostet, nicht mehr. Fand ich richtig süß. Sophie ist nämlich auch so ein bisschen, ja, Einhorn-verrückt. So, ich sag immer, wenn ich meine Bestellungen im Live verpacke bei TikTok, sage ich immer, willst du ein bisschen was Horror haben oder willst du Einhornpups haben? Und mit Einhornpups meine ich halt einfach Einhörner. Und deswegen musste diese Matte auch unbedingt für sie mitkommen. Irgendwie ist hier ein paar Stellen dreckig. Warum auch immer, aber nun ja. So sieht das aus. So, dann durften auch ein paar Masken bei Action mit. Und zwar Face Sheet Mask. Wer kennt noch diese Süßigkeitenkette da? Die gab es mal bei uns zu Fasching im Kindergarten. Mega cool. Danach Face Sheet Mask mit so Burgern drauf. Da.
Und dann habe ich hier auch noch die mitgenommen. Also die sind so ein bisschen nach Süßigkeiten gerichtet dieses Mal. Fand ich mega cool. Ich kann sie leider nicht nutzen, weil ich sehr, sehr schnell reagiere. Habe nur ein bisschen die letzten Tage was anderes benutzt und schon habe ich Pickelandia auf my fresh. Deswegen lassen wir das Ganze. So, dann habe ich ein mega süßes Notizbuch gefunden und mitgenommen. Regulär hatte ich hier eigentlich ein anderes gekauft gehabt. Also das ist jetzt für die Sophia gewesen. Die Masken auch für die Sophia. Ich war aber dann in einem anderen Action. Es gab das andere nicht mehr. Deswegen habe ich dann einfach das niedliche Ding hier mitgenommen. Hat nicht viel gekostet. Maximal 2 Euro irgendwas um den Dreh. Ich fand das so süß, dass ich das mitnehmen musste. Oh, hier hängt was raus. Das können wir direkt abschneiden. So. Das ist so flauschig. Das ist niedlich. Also, das ist jetzt für niemanden. Das habe ich einfach für Pascal mitgenommen. Und zwar Socken, weil wir haben 378 Millionen Socken. Aber Ladies and Gentlemen, die verschwinden immer. Unsere Waschmaschine, die frisst die halt einfach auf. Ich glaube, wir sollten anfangen, unsere Waschmaschinen anderweitig zu füttern, weil unsere Socken kaufst du es weg. So, dann habe ich für die Emilia einmal solche süßen Stifte hier mitgenommen. Wir haben hier einmal Mickey, Minnie und jetzt fällt mir der in der Mitte nicht ein, meine Fresse. Gott, wie heißt denn der jetzt nochmal? Ich habe echt Denkaussetzer. Ich weiß es nicht. Fällt mir gerade nicht ein, Leute. Ich bin hundemüde. Ich habe echt wenig geschlafen. Jonas macht gerade die Nacht zum Tag und den Tag zur Nacht. Obwohl heute geht es tatsächlich. Dreimal auf Holz geklopft. Ja, genau. Maximal 1 Euro fand ich richtig süß. Deswegen durfte das mitkommen. So, ich glaube tatsächlich, war es das denn jetzt von Action? Ich glaube ja. Ich kann euch mal hier versuchen, so ein bisschen die Preise vorzulesen. Also, Geschenkpapier hat 89 Cent gekostet. Genau, dann dieses Diamond Painting hat 2,99 € gekostet. Dann haben die Stifte, die ich euch gerade hier gezeigt habe, 1,85 € gekostet. Das Plüschnotizbuch in A5 hat 1,89 € gekostet. Harry Potter Figuren 5 Stück haben 8,95 € gekostet. Gesichtsmaske je 69 Cent. Reinigungsmaske mit dem Einhorn aus Silikon haben wir 1,89 €. Ja, das war's. Das war die Gesamtsumme von 26,89 €. Und dann war ich noch bei DM und was ich bei DM mitgenommen habe, das zeige ich euch jetzt. Okidoki, switchen wir jetzt einmal zu DM rüber. Bei DM habe ich zwei von den Dingern hier mitgenommen, aber in unterschiedlichen Farben. Einmal hier mit so grün-rot und einmal hier so ein bisschen schlichter und neutral gehalten. Eins hat 2,55 € gekostet. Ja, das hättest du in jedem Teddy und Kick und 1-Euro-Laden günstiger bekommen. Aber ich war jetzt gerade bei DM und habe gesagt, komm, ich habe keinen Bock, noch irgendwo anders hinzufahren. Deswegen gib es halt einfach die jetzt dort. Dann habe ich für Jonas einmal Nestle, Cerelac, keine Ahnung, Milchgetreide, Milch, Honig, Weizenhonig. Genau, das hier mitgenommen. Das habe ich von der lieben Xenia empfohlen bekommen. Und, oh, das tat weh. Genau, weil Jonas irgendwie nicht so der Esser ist. Und das hier findet er ehrlich gesagt mega gut. Ich gebe da ein bisschen Mandelmilch hinzu. Jonas darf noch keine Kuhmilch trinken. Also noch nicht in dem Ausmaß an Kuhmilch trinken. Hat so ein bisschen seine Vorgeschichte, deswegen geht das noch nicht ganz. Und ich habe jetzt halt einfach umgeswitcht und habe gesagt, okay, ja, dann kriegt er halt einfach von mir Mandelmilch. Genau, da gibt es extra welche für Kinder. Ich sehe gerade, mein Fingernagel ist ein bisschen abgebrochen. Shit happens. Egal. Ist egal. Kostet so 3, 4 € so um den Dreh. Irgendwie so. Ach, zwei Sachen habe ich hier auch aus Rossmann im Übrigen. Einmal Procodent eine Zahnbürste. Nichts Wildes. Und einmal hier Seife. 55 Cent oder irgendwie sowas. Nichts Wildes. Es waren noch zwei Sachen, die ich übrig hatte. So, hier ist der Kassenbon. Kann ich euch auch gleich vorlesen. So, dann durfte zweimal für den Adventskalender diese mega, mega cool riechende Handcreme mitkommen. Ich schwöre euch, Leute, riecht da dran. Riecht, das ist Next Level Shit. Pflaume-Zimt-Duft. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich habe mir das letztes Jahr in so einem kleinen Mini-Format geholt gehabt. Das riecht sensationell. Es riecht wirklich traumhaft. Ich kann es jetzt nicht aufmachen, weil die beide jeweils in den Adventskalender mit reinkommen. Aber
Next Level Shit, andere Welt, das. Ich liebe Trackle Moon. Ich habe aktuell irgendwie auch nur Trackle Moon Duschgel. Ich liebe die Marke Trackle Moon und da lohnt sich absolut jeder Cent, wirklich. So, dann habe ich zweimal Geschenkpapier mitgenommen. Geschenkpapier. Ja, so Geschenkpapierband. Steht einfach Merry Christmas drauf, also auch hier nichts Wildes. So, dann habe ich ein bisschen was an Masken auch mitgenommen. Zum einen Sweet Pancake Tuchmaske, einmal die hier. Dann einmal Be Cute bedruckte Tuchmaske. Also ist jetzt nicht so mein Fall, was den Geruch angeht. Also hier riecht man irgendwie was draus, hier nichts logischerweise. Aber ja, weiß ich nicht. Aber es sieht süß aus. Das ist die Hauptsache. So, dann habe ich nochmal Duschgel mitgenommen. Happiness Holidays Creme Dusche. Einmal da. Mit so einem süßen Wurzel drauf. Und so einer Weihnachtsmütze, ist das nicht süß? Weiß ich auch nicht, wie es riecht. Angeblich nach duftet nach Weihnachtszauber. Ich liebe solche Beschreibungen. Duftet nach Weihnachtszauber. Wie zur Hölle duftet ein Weihnachtszauber? Ist okay. Dann habe ich zu der Handcreme auch noch das hier mitgenommen. Und zwar Trackle Moon Pflegedusche Pflaume Zimt Duft. Leute, geht in den DM. Ihr müsst das holen, ey. Das ist Next Level. Meine Güte, das riecht so gut. Ich habe hier auch direkt 500 Milliliter mitgenommen. So, dann gab es auch ein bisschen was zum Baden. Einmal TTZ, dein süßer Wintertraum. Einmal This One hier. Ist gut. Dann haben wir Your Cozy Winter Day. Einmal das. Dann dein kleines Winterglück von TTZ. Das hier war von Trackle Moon. Oh, ich glaube, Pflaume Zimtduft, das gehört auch dazu. Also, mega cool. Wusste ich gar nicht, ist ja Zufall. Dein kleines Winterglück. Und dann haben wir einmal Badekristalle von Balea. Das riecht auch gut. Dann habe ich für die Emilia was von Bilou mitgenommen. Ich glaube, gerade die Mädels, die lieben doch alle Bilou. Und hier habe ich Snow Rose mitgenommen. Bilou ist nicht meine Schiene. Ehrlich nicht, ist nicht meine Schiene. Man kann leider nicht viel sehen. Ist nicht meine Schiene, aber ich habe gedacht, hier für die Kleinen, ne, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Sie ist auf jeden Fall unter 10 Jahre alt, glaube ich. Bilou geht immer. Bilou geht immer, ja. So, dann habe ich die letzten Sachen noch. Noch was von Trackle Moon mitgenommen, denn die Person, also die Yvonne, mag es sehr gerne zu baden. Da habe ich entspannendes Wunschpunsch-Schaumbad, Gewürzorange Waldbeere Duft. Ups. Einmal da. Ich habe keine Ahnung, wie das riecht. Aber es riecht gut. Aber es riecht gut. Bin ich gespannt. Hier sind 425 Milliliter drin. So, und jetzt kommen wir zu den letzten Sachen. Zum einen habe ich You Are the Berry Best. Einmal so ein Lippenpflegestift für die Emilia. Dazu habe ich noch zwei Lacke mitgenommen. I Love Effect. Zwei Stück. Ich finde, die sehen auch echt schön aus. Man echt nicht meckern. So. Und dann habe ich noch einmal so ein Lip Oil. Falls man das sehen kann. Habe ich selber. Ich muss sagen, ist nicht wirklich 100 pro meine Schiene, meine Welt. Ich liebe Lipgloss über alles, aber hier ist einfach nichts. Wenn das ein bisschen weg ist, ja, und wenn du nicht so müde und so fertig aussiehst wie ich, dann kann das ganz hübsch aussehen. Ja, wenn deine Haare auch nicht vom Regen sich anfühlen, als die fühlen sich jetzt zu so klebrig an, das ist echt ekelhaft.
Auf jeden Fall, wenn du frisch gewaschene Haare hast, ja, oder wenigstens frische Haare hast und so ein bisschen ausgeschlafen aussiehst und dir das dann drauf machst und es so ein bisschen schon weg ist, dann sehen deine Lippen so richtig gepflegt und richtig gut aus. Das ist so der einzige Effekt, aber einfach mal eben so drauf machen und dann rausgehen, weiß ich nicht, ist mir ein bisschen zu wenig, da glitzert nichts. Ich habe es auf Empfehlung gekauft, aber trotzdem finde ich es irgendwo gut, das ist so ein Hassprodukt. Ich hasse es, okay, ich hasse es nicht wirklich, ich liebe es aber auch nicht, so ein neutrales Produkt. Jetzt kriege ich Schluck auf, so ein neutrales Produkt. Aber nun ja, ich habe es ja trotzdem mitgenommen, weil irgendwo mag ich es und irgendwo mag ich es halt auch irgendwie nicht. So, jetzt lese ich euch. Im Übrigen ist das Null Pink Champagne oder sowas. Jetzt lese ich euch nochmal eben die Preise vor. Also, wir haben hier das Nestle Bepa. Bepa? Gehört das zu Bepa? Keine Ahnung. Auf jeden Fall das Nestle Weizen-Honig-Zeug hier kostet 3,75 €. Dann hatte ich noch so einen Haferdrink geholt. Ach, ich habe gedacht, das wäre Mandelmilch. Nee, das ist ein Haferdrink, nicht Mandelmilch. Ein Haferdrink. Ich korrigiere. 2,15 € für Kinder ab 1 Jahr von Alpro. Danach hatte ich für Jonas seine erste Zahnbürste gekauft gehabt. Die ist aber schon im Badezimmer. Elmex Langzahnbürste, Kinder. Lernzahnbürste, Langzahnbürste, Lernzähne. Lernzahnbürste, 3,45 €. Tuchmaske Eichhörnchen, 1,95 €. Tuchmaske Pancake, 95 Cent. Lippenpflege Berry Best, 75 Cent. Trackle Moon Schaumbad, Punch Off, ne? Also das hier, 2,95 €. Balea Badekristalle Cinnamon, 55 Cent. TTZ Badesalz Winterglück, 95 Cent. TTZ Badesalz Wintertraum, 95 Cent. Trackle Moon Badesalz Winter Day, 95 Cent. Balea Creme Dusche Happy Holiday, 55 Cent. Bilou Duschschaum Snow Rose, 3,95 €. Trackle Moon Dusche Cozy Winter, 3,95 €. Zweimal 1,59 € Trackle Moon, Winter Day 3,90 €. Ah, Handcreme. Handcreme. Essenslippenöl Hydra Kiss 03 2,95 €. Zweimal Trended Up Nagellack je 1,75 €. Genau, dann 2,55 € für die beiden Adventskalender-Dinger da. Also je. Und. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Im Übrigen. Ah, ich glaube, das sind diese Dinger hier gemeint. 2x 95 Cent pro Fissimo ist, glaube ich, das. Yep, pro Fissimo. Genau. Jumbo Geschenkband. Einmal das hier. Ja, Ladies and Gentlemen, das war's hier. Gelassen habe ich 45,35 €. Also haben wir aufgerundet fast gute 100 €, die ich jetzt da gelassen habe. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie immer würde ich mich sehr über einen Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall hier oben links oder rechts das Glöckchen zu aktivieren. So verpasst ihr auch in Zukunft keines meiner Videos mehr. Und wünsche euch allen jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.